In diesem Video wird die Umsetzung des Leitfadens für den Einsatz von Spielen in der Vorlesung beispielhaft am Hörsaalspiel Ring the Bell erklärt. Das Spiel wurde nach einer Idee von Prof. Dr. Christian Spannagel auf der Grundlage der Ergebnisse von 5 schriftlichen Befragungen mit mehr als 600 Studierenden sowie 17 Experteninterviews mit Dozierenden und Studierenden verschiedener Hochschulen entwickelt. Es ist für verschiedene Fächer mit einer Teilnehmeranzahl von maximal 50 Studierenden geeignet. Im Hörsaalspiel Ring the Bell sollen die Studierenden ihre Kenntnisse zum Thema Relationen und ihre Eigenschaften vertiefen. Außerdem sollen mit dem Spiel Interaktion und Zusammenarbeit zwischen den Studierenden gefördert werden. Die folgende Vorgehensweise orientiert sich am Leitfaden für den Einsatz von Spielen in der Vorlesung. Zuerst wird der thematische Bezug zwischen Vorlesung und Hörsaalspiel hergestellt, indem einige Relationen und ihre Eigenschaften aus dem aktuellen Thema der Lehrveranstaltung besprochen werden. Das Hörsaalspiel erfüllt die didaktische Funktion Kontrolle und kann variabel im zeitlichen Verlauf der Vorlesung eingesetzt werden. Das Hörsaalspiel Ring the Bell ist dem Genre Rechenspiel zuzuordnen und wird in der Sozialform Gruppenspiel durchgeführt. Sie benötigen lediglich 2 Rezeptionsklingeln. Bereiten Sie verschiedene Aufgaben vor oder vergeben Sie diesen Teil des Spiels als vorbereitende Hausaufgabe an die Studierenden. Damit schaffen Sie Möglichkeiten zur aktiven Mitarbeit. Das Hörsaalspiel enthält die Elemente Bewegung und Wettbewerb. Leiten Sie in der Vorspielphase nahtlos von der Vorlesung zum Spiel über, indem Sie eine Aufgabe zum aktuellen Thema der Vorlesung an das Whiteboard projizieren oder an der Tafel notieren, sowie Fragen zu Relationen und ihren Eigenschaften stellen und beantworten lassen. Lassen Sie außerdem die Notwendigkeit dieser Kenntnisse von den Studierenden diskutieren. Fordern Sie die Studierenden auf, Kleingruppen von etwa 4 Personen mit Zugang zum Gang zu bilden und sich einen Gruppennamen zu geben. Notieren Sie inzwischen an der Tafel eine Tabelle für den Punktestand und lassen Sie dort die Gruppennamen eintragen. Während Sie je eine Klingel am hinteren und vorderen Ende des Hörsaals platzieren, lösen die Studierenden die Beispielaufgabe. Innerhalb der Kleingruppen soll das Ergebnis leise diskutiert werden, bevor die gesamte Kleingruppe aufsteht, zur am weitesten entfernten Klingel läuft und läutet. Die Lösungen der Gruppen werden verglichen, für jede richtige Lösung ein Punkt vergeben und der Punktestand an der Tafel notiert. Dabei können für falsche Lösungen Minuspunkte und für ungelöste Teilaufgaben Nullpunkte vergeben werden. Führen Sie eine weitere Proberunde durch und starten Sie danach das Spiel. In der Spielphase wird das Spiel so oft durchgeführt, bis eine der Gruppen eine vorher bekannt gegebene Punktzahl erreicht hat oder eine bestimmte Anzahl von Aufgaben gelöst wurde. Nutzen Sie die Lösungsvorschläge der Aufgaben als Diskussionsanlass. Je nach Anzahl und Schwierigkeit der Aufgaben dauert das Spiel einschließlich Diskussion etwa 20 bis 30 Minuten. Teilen Sie bei Interesse an Feedback in der Nachspielphase den Kurzfragebogen aus dem Leitfaden an die Studierenden aus. Leiten Sie nahtlos zur Vorlesung über, indem Sie zum Beispiel eine Aufgabe aus dem Hörsaalspiel aufgreifen und als Diskussionsanlass für die Fortsetzung der Vorlesung verwenden. Notieren Sie möglichst gleich nach der Vorlesung Ihre Wahrnehmung während des Spiels und was Ihnen am Spiel oder an der Situation im Hörsaal gut bzw. gar nicht gefallen hat. Lassen Sie bei Interesse den Kurzfragebogen auswerten und sprechen Sie über die Ergebnisse, zum Beispiel mit mir. Nehmen Sie gegebenenfalls Änderungen vor und überlegen Sie, welches Spiel Sie in einer der nächsten Vorlesungen einsetzen wollen und welche vorbereitenden Aufgaben Sie dafür an die Studierenden übertragen können. Die von den Studierenden erstellten Aufgaben können Sie mit digitalen Medien sichern und für die Fortsetzung des Spiels in einer der nächsten Vorlesungen verwenden. Bei Interesse fordern Sie einfach den ausführlichen Leitfaden an. Auf diesen Wegen können Sie auch Termine für Workshops zum Thema Hörsaalspiele mit mir vereinbaren. Ich wünsche Ihnen und Ihren Studierenden viel Spaß mit Spielen in der Vorlesung.